Herzlich willkommen wieder zu Andrew, dem Pressetalk auf TV Berlin. Und diese Woche war nicht so ganz viel los in Berlin, aber einige Dinge haben uns doch schon ein bisschen aufgeregt. Nämlich, was geht vor in der Berliner Energiepolitik? Na, werden Sie fragen, nix. Ich zahle immer meinen Beitrag. Doch, da tut sich eine ganze Menge. Und es bahnt sich so ein kleiner Koalitionskonflikt an, denn die CDU als Partner der SPD will nicht so richtig das, was die SPD will. Ja, zurückkaufen, Rekommunalisierung sind die Stichworte. Darüber will ich heute reden und natürlich auch über noch ein Thema, nämlich eine Richterin in Berlin hat gesagt, der Mietenspiegel taucht nichts, der muss weg. Was heißt denn das für uns? Heißt das nun, dass die Mieten beliebig hochgesetzt werden können oder nicht? Wir haben zwar letztes Mal über Mieten geredet, aber müssen das heute nochmal tun. Und zwar mit Joachim Farun von der Berliner Morgenpost. Herzlich willkommen. Ewald König, Korrespondentenbüro, TV, Wiener von Geburt, neutraler Mensch, wenn man so will, Partner, aber dennoch schreibt für Berliner Blätter und ist voll im Thema Energie, hoffe ich jedenfalls. Und Olaf Wedekind von der BZ. Und vom Bild. Und vom Bild. Du lernst das nie. Ja, seitdem ihr so groß geworden seid. Was ist denn eigentlich los, Energiepolitik? Ein Kollege von Ihnen hat getitelt, der Senat verheddert sich in der Energiepolitik. Verstehen Sie das noch? Ich jedenfalls nicht. Können Sie das mal so erklären, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wissen, worum es geht? Man kann es verheddern nennen, man kann auch sagen, energiepolitisch ist Berlin im Augenblick zappenduster. Wir haben, gehen die Lichter aus? Ja, nein, Lichter gehen nicht aus, aber das eigentliche Ziel, dass man ja eigentlich die Netze, und dazu eben gehört eben auch neben dem Gas auch das Stromnetz, dass man die eben wieder in die Hand der, in die oder nicht wieder, sondern in öffentliche Hand nehmen möchte. Davon sind wir weiter entfernt denn je. Steht aber doch im Koalitionsvertrag. Ja, Kommunalisierung heißt das. Da steht ja viel drin. Da steht ja viel drin. Wir können ja nach nächstes Jahr dann mal uns auseinandersetzen, was da noch alles so drin steht. Aber Tatsache ist, dass man eben jetzt eine neue Strategie fährt im Senat, dass man ihm sagt, wir wollen jetzt nicht mehr den Rückkauf, sondern wir wollen jetzt eine Beteiligung an Vattenfall und an der Gasag, um dann unseren Einfluss geltend zu machen auf die Preispolitik, also die Tarifgestaltung und dann vielleicht hoffentlich sinkende Preise durchzusetzen. Aber dazu muss man ja erstmal Investoren finden, die dann auch ihre Anteile an das Land Berlin verkaufen. Ich weiß nicht, wie der Herr Kollege Farun das sieht, aber möglicherweise, also ich sehe da schwarz. Dann fragen wir ihn doch mal, vielleicht sieht er ja Licht im Licht. Es ist ja ein etwas schwieriges Thema, völlig d'accord. Ja, es geht um völlig auch sehr unterschiedliche Dinge, die aber natürlich alle mit Energie zu tun haben. Die Energiewende in Deutschland ist ja in aller Munde, muss irgendwie realisiert und umgesetzt werden. Das Land Berlin geht davon aus, dass man mit kommunalem Einfluss das etwas besser kann, als wenn das die großen Energiekonzerne machen, die eben immer noch von fossilen Energieträgern leben. Der Vattenfall ist eben nach wie vor ein Kohlekonzern und auch Atomkraft haben sie und das soll ja eigentlich nicht mehr so sein. So, jetzt betreiben die in Berlin das Stromnetz, sie managen das Stromnetz und die GASAG betreibt das Gasnetz und diese beiden Konzessionen sind ausgelaufen. Jetzt hat das Land die Möglichkeit, die Konzession neu zu vergeben, hat sich beworben mit einer eigenen Gesellschaft. Ging alles ein bisschen schief bei der Gasfrage. Die heißt Stadtwerke, nicht? Nein, neue Gesellschaft. Die heißt oder Berlin Energie. Stadtwerke ist wieder was anderes. Deswegen versuche ich das also ein bisschen auseinander zu klamüsern. So, jetzt ist dieses, sie liegen vor Gericht mit dem Gasstreit. Es gab eine Niederlage für den Senat in der ersten Instanz. Es wird eine zweite Instanz geben. Und jetzt haben sie festgestellt, es ist eigentlich Quatsch, sich 4 Jahre zu streiten. Lass uns doch irgendwie einig werden. Jetzt könnte man sagen, wir übernehmen einen Teil des Gasnetzes oder wir kaufen die GASAG. Die GASAG ist nicht so fürchterlich groß, hat 3 Eigentümer, von denen gesagt wird, dass die eigentlich nicht so gerne das alles behalten wollen. Das ist Gaz de France. Die Franzosen interessiert das eigentlich relativ wenig. Die würden verkaufen, wenn der Preis gut ist. E.ON schon anders. E.ON möchte auch gerne in schöne neue Energiepolitik sich gut darstellen und ist eigentlich sehr interessiert an Berlin. Und Vattenfall. Vattenfall hat mit Gas eigentlich relativ wenig zu tun, würde die GASAG vielleicht hergeben, wenn aber irgendwas anderes dafür käme. Und in diesem Konflikt steckt man. Eigentlich möchte der Senat das Stromnetz haben, weil man glaubt, dass man mit dem Stromnetz energiepolitisch was bewegen kann. Man kann investieren in die bestimmten richtigen Richtungen, man kann erneuerbare Energien stärker einbinden etc., das, was man eigentlich möchte. So, jetzt ist man eigentlich an dem Punkt, wo man sagt, jetzt müssen wir eigentlich mit allen verhandeln. Es sind 6 Bälle in der Luft oder 7 oder so. Und jetzt ist die Frage, wer bewegt sich als Erster und wer kriegt den Zuschlag. Es gibt in Berlin, glaube ich, schon eine große, auch ein Wunsch der Bürger, zu sagen, die Stadt soll sich da mehr einschalten in die Energiepolitik im Großen. Das machen wir nicht, seit wir 1999 die GASAG und damals noch die BEWAG verkauft haben. Seitdem hat Berlin eigentlich keine Aktien selber als Stadt in der Energiepolitik. Das ist sehr ungewöhnlich. Überall anders in Deutschland gibt es Stadtwerke. Es gibt irgendwie, also in Wien gibt es ein riesengroßes Stadtwerk, was das alles macht. In München gibt es das. Und deswegen hat man hier das Gefühl, wie korrigieren wir sozusagen die Entwicklung, die 1999 eingesetzt hat, dass wir eigentlich keine Aktien in der Energiepolitik drin haben. Das
Wie das am Ende läuft, da bin ich nicht so sicher, ob Sie das hinkriegen. Steht ja, haben wir schon gesagt, im Koalitionsvertrag, da ist das Wort Rekommunalisierung. Sie sind ein Beobachter der Berliner Wirtschaftspolitik, obwohl Österreicher und nicht neutral, in diesem Falle auch nicht neutral sein wollend. Ja, wie sehen Sie denn das? Also Tendenzen zur Rekommunalisierung hätten durchaus meine Sympathien. Ja, man hätte sich 1999 schon Gedanken machen können, wie das läuft, obwohl man dazu sagen muss, beide Varianten, totale Privatisierung oder totale Kommunalbewirtschaftung, sind nicht optimal. Ich kann das nur aus der Wiener Sicht mal darstellen. Also wie Herr Farun schon sagte, in Wien haben wir genau das Gegenteil. In Wien wird man praktisch von der Bahre bis von der Wiege bis zur Bahre, das ist die richtige Reihenfolge. Ja, in Österreich gibt man es auch. In Wien laufen die Uhren anders. Also von der Wiege bis zur Bahre, von der Stadt betreut, also Geburt im städtischen Krankenhaus bis hin zur Bestattung ist so gut wie ein Monopol in Wien. Die Stadt verdient auch sehr gut daran. Ja. Und dann haben wir eben Wien Energie und Wiener Stadtwerke. Und da hat ein privater Konkurrent so gut wie keine Chancen, obwohl rein theoretisch Privatisierungsmöglichkeiten auch dort bestehen. Aber wenn es so kleine Firmen gäbe, die werden sofort aufgekauft oder plattgedrückt. Es funktioniert im Großen und Ganzen in Wien. Eine ähnliche Antwort muss ich dann bei unserem zweiten Thema mit den Wohnungen geben. Da haben wir ziemlich genau das Gegenteil von der Berliner Situation. Wedekind, man hat das mal verkauft, weil man es gut fand. Ja, nein, nicht weil man es gut fand. Weil man Geld brauchte. Wir waren noch nicht. Wir waren pleite und wir brauchen die Kohle. Genau. Deshalb haben wir damals die BEWAG verkauft. Ja, daran schließe ich aber so die direkte Frage mal entstanden. An. Und jetzt sind wir jung geblieben, wir sind nicht mehr pleite und wir haben jetzt die Kohle, um es zurückzukaufen. Jetzt sind wir arm, Frage. Aber sexy, das heißt, wir haben wieder wir Geld. Haben wir wirklich Geld, um das zu kaufen? Was kostet? Würde das denn kosten? Herr Verhoeven hat es ja aufgezählt, wenn man das alles zurückkaufen würde. Die GASAG kostet so in etwa eine Milliarde, sagt man so. Das ist ja alles noch nicht so ganz klar. Aber es geht ja immer darum, was kann man mit so einem Laden verdienen? Die GASAG verdient mit dem Netzbetrieb dann wesentlich Geld. Sie haben letzte Woche ihre Bilanz vorgestellt. Sie haben 30 Millionen Euro verdient. So, man kann sich ungefähr, sie hatten Probleme, weil der Sommer so gut war und deswegen sie weniger Gas verkauft haben. Klar, wenn es warm ist, brauchen die Leute weniger Gas. Und deswegen ist das ungefähr so eine Milliarde. Das gehört drei Eigentümer. Wie gesagt, man müsste, wenn man einen Anteil jeweils kaufen wollte, müsste man wahrscheinlich so 500, 600 Millionen Euro aufbringen, um die ganze GASAG zu kaufen. Ob das Sinn macht, da sind sich dann doch schon viele Leute nicht so ganz einig. Ja, darüber wollen wir heute diskutieren, ob es Sinn macht und ob wir das Geld wirklich haben. Entscheidend ist aber für die Leute da draußen, es macht ja nur dann Sinn, wenn auch tatsächlich man Einfluss hat auf die Preisgestaltung und tatsächlich die Preise sinken. Ich weiß nicht, wie das in Wien ist, aber ob da die Stadt oder die Politik Einfluss nehmen kann auf die Tarifgestaltung. Aber hier war es ja so entstanden, das ist ja damals aus den Wasserverträgen, dass eben tatsächlich dann irgendwann die Preise immer weiter gestiegen sind und dann hat man eben gesagt, also jetzt müssen wir irgendwann mal die Reißleine ziehen, die Notbremse ziehen und das ist dann. Am Ende hat man dann in die Verträge reingeguckt, man hat die Wasseranteile zurückgekauft und das Gleiche hat man jetzt eben auch mit Strom und Gas vor, in der Hoffnung, dass man dann auch wirklich energiepolitisch eine Tarifkontrolle hinbekommt oder zumindest vielleicht deswegen sogar eine Senkung. Deswegen wiederhole ich, Herr Verhoeven, meine Eingangsfrage. Und dann macht es auch Sinn, die Privatisierung rückgängig zu machen. Nein, das oder ist das nur eine Hoffnung? Das ist eine etwas zu schlichte Frage für das Thema. Das Thema Energie ist viel zu kompliziert und viel zu schwierig, wenn man sich anguckt, was momentan gerade in Deutschland los ist, aber nicht nur in Deutschland. Es ändert sich radikal alles. Es möglicherweise sind Konzerne wie RWE machen Milliardenverluste. E.ON hat seine ganzen alten Kohle- und Atomsachen in eine eigene Gesellschaft, in eine Bedbank sozusagen abgespalten und will jetzt nur noch Netze und schöne Energie, neu erneuerbare machen. Vattenfall hat auch Probleme, hat sich auch sehr stark umstrukturiert. Aber in Berlin lebt Vattenfall noch ganz okay, dadurch, dass sie die ganze Wärmeversorgung der Stadt sicherstellen. Sie produzieren Wärme und Strom in den Kraftwerken. Mhm. Und deswegen lohnen sich in Berlin Kraftwerke noch. Woanders werden Gaskraftwerke zugemacht, weil sie einfach nicht mehr sich rechnen, weil der Windenergie so billig ist. Und deswegen ist das alles eine sehr komplexe Frage. Aber die Frage ist, man hat einen Einfluss darauf, jetzt hier irgendjemand zu versprechen, dass wenn das Land die GASAG kaufen würde oder Teile davon oder bei Vattenfall mit einstiege oder das Stromnetz hätte, dass dann die Energie in 2 Jahren billiger ist als jetzt.
ist Unsinn, weil keiner weiß, wie sich es unter anderen Umständen entwickeln würde. Das ist, da hängt dann der Ami, findet Fracking irgendwie gut und überschwemmt die Welt mit Öl. Das heißt, da gibt es so viele Einflüsse, die da reinkommen, ob in Berlin die Energie billiger wird oder teurer. Da wäre es wirklich unredlich, das zu versprechen. Herr König, Sie sind der neutrale Schiedsrichter in diesem Streit. Würden Sie denn jetzt empfehlen, das zu kaufen oder nicht? Wenn ich das so höre, ist es doch eigentlich egal, ob ich das kaufe oder es so lasse. Nö, das ist nicht egal. Die Frage ist, ob ich einen Einfluss habe überhaupt als Stadt oder ob ich diesen ganzen Entwicklungen, Weltmarkt sozusagen völlig ausgeliefert bin. Ja, das ist für eine deutsche Hauptstadt, die ihre eigene Zukunft gestalten will, vielleicht nicht der Anspruch, den man haben sollte. Ja, denn da formuliere ich die Frage mal ohne. Aber gibt es denn nicht die Frage in der Politik oder von vielen Bürgern, die sagen, der Staat ist der schlechtere Unternehmer, der soll die Finger tunlichst da rauslassen und das den Unternehmen überlassen, die das können, im Fall E.ON und so. Ja, dafür gibt es sehr viele Beispiele, aber es gibt auch Gegenbeispiele, wo die Privatisierung, die pure Privatisierung auch nicht viel gebracht hat. Ein ganz konkretes, sehr aktuelles Beispiel, nicht gerade aus der Energiebranche, was vielleicht die Berliner Kollegen wissen sollten. Zwischen Friedrichstraße und Gendarmenmarkt gibt es ein sehr großes, sogenanntes Postamt. Sehr großes. Da stehen immer sehr lange Schlangen. Und die Post hat jetzt einen Weg gefunden, diese Schlangen abzuschaffen, indem das Postamt geschlossen wird, und zwar ersatzlos. Ja? Mhm. Da sehnt man sich zurück nach dem guten alten Postamt im Staatsbesitz. Und das meinen Sie auch für die Energie, sei das ganz tunlichst, der Staat sollte dafür sorgen, dass kein Strom verfällt. Vattenfall ist ein schwedisches Staatsunternehmen, und zwar hundertprozentig. Insofern darf man Privatisierung zu sprechen. Wir werden gleich diese Frage weiter diskutieren und vielleicht eine Antwort finden. Und es ist ganz gut so, denn wir wollen ein bisschen Aufklärung machen in Sachen Energie. Ich muss gestehen, so ganz verstehe ich das immer noch nicht und Sie wahrscheinlich zu Hause auch nicht. Aber deswegen sind wir ja hier, nämlich Joachim Verhoen von der Berliner Morgenpost, Ewald König vom Korrespondentenbüro in Berlin und Olaf Wedekind von der BZ und Bild-Zeitung. Endlich. Bis gleich, bleiben Sie dran.